von jetzt Traurigen angucken. Ne? Mhm. Hast du schon irgendwelche Vorstellungen oder sagst du eher so, überraschen lassen? Ich weiß nicht, also irgendwie habe ich keine genauen Vorstellungen, außer dass er halt Gold sein soll. Und irgendwas Schlichtes, weil den Ehering soll man ja schon sein ganzes Leben lang bestenfalls tragen. Bestenfalls. Und deswegen natürlich irgendwas Schlichtes, was jetzt ja nicht so stört am Finger, weißt du? Mhm. Weil ich den dann auch gerne so vielleicht beim Schlafen anlassen will, beim Duschen. Mhm. Hoffentlich haben die Ringe, die so klein sind wie deine Finger. Denn ich habe ziemlich dicke Finger. Ja, Fruit Loops, Schatz. Lass uns die einfach nehmen. Schatz, wir müssen hustlen. Ready? Mhm. Let's go. So. Wir sitzen im Auto, ich übernehme mal die Zügel hier in meiner Hand. Timmy ist am Auto fahren. Ganz toll machst du das, Schatz. Ja, wir fahren jetzt zu unserem allerersten Juwelier, um mal nach Ringen zu schauen. Also wir haben vorher uns noch nicht wirklich umgeguckt. Vielleicht haben wir Glück und werden heute schon fündig, vielleicht aber auch nicht. Also auch beim Brautkleid braucht man ja manchmal so ein paar mehr Anläufe, um eins zu finden. Ich hatte jetzt Glück, ich habe ja meins direkt beim ersten Anlauf schon gefunden. Und ja, wie es mit den Ringen aussieht, das werden wir dann jetzt gleich sehen. Ja, wie wir uns die Ringe vorstellen, hatte ich ja eben schon gesagt, aber so eine richtige, genaue Vorstellung habe ich noch nicht. Ich glaube, das ist auch ganz gut, weil sonst bin ich dann nachher auch nicht enttäuscht, wenn ich meinen Ring jetzt nicht finden werde oder wenn Tim seinen nicht finden wird. Ich glaube, bei Tim wird es einfacher sein, weil die Ringe für Männer sind ja meistens immer ein bisschen sehr einfach gehalten, ohne Steinchen, ohne Schnickschnack. Oder willst du Steinchen, Schatz? Strassstein. Ja, wir lassen uns überraschen, was auf uns zukommt und ihr seid natürlich dabei. Also wir melden uns gleich wieder. Ja, ich würde sagen, wir nehmen Platz. Ja, no? Und dann? Okay, erstmal schön, dass ihr da seid. Ja. Hallo, ich bin der Stefan Wirtz. Hallo, Anna. Und freue mich natürlich, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Erste Frage an dich. Was hast du dir vorgestellt zum Thema Trauen? Gibt es irgendeine Idee, eine Vorstellung, wie das aussehen soll, das Material, die Farbe? Eigentlich sollte der Ring Gold sein. Also ich habe jetzt zwar einen silbernen Verlobungsring bekommen, aber weil ich sonst halt immer nur Goldschmuck trage, also ich trage halt hier eine goldene Kette oder eine goldene Uhr, so sollte das halt irgendwie schon zusammenpassen. Der Ring von der Dicke oder von der Stärke her ist mir so sogar schon fast zu breit. Also es sollte halt wirklich irgendwas ganz Feines sein, weil ich halt so schmale Finger habe. Das ist ein klassischer Verlobungsring, sehr schöner Ring übrigens auch, finde ich. Und sehr geschmackvoll ausgesucht. Dieser Ring, ja, hat das an sich, das liegt an den Krabben hier oben. Genau. Und da bleibt man natürlich im Pullover hängen und so. Wir haben zwei Möglichkeiten, wie wir das Thema angehen können. Wir können einfach mal beginnen mit einer Ringform, mit einer Breite und schauen mal, was passt dazu, wenn du es gern kombiniert tragen möchtest. Wenn nicht, kannst du überlegen, ob der dann vielleicht doch ein Ticken breiter wird. Und dann können wir mal zum Material gehen. Gold ist nicht Gold, um es klar zu sagen. Und wir können dann sehen, was du möchtest. Fangen wir so an. Ja, okay? Perfekt. Ich laufe mal und hol was. Jetzt solltet ihr beide mal gucken, was euch denn gefällt. Genau. Der Mann vielleicht ein bisschen breiter, die Frau ein bisschen schmäler. Also ich persönlich fände, glaube ich, hier diese Rundung ganz schön, weil das finde ich auch an meinem Verlobungsring jetzt ganz schön, dass der halt dann so abgerundet ist. Gucken wir mal, ob das passt. Wir probieren das mal aus. Ob wir den, der ist jetzt halt ein bisschen zu groß, ne? Aber hier siehst du jetzt schon sehr schön, lassen wir mal sagen, wie das zusammen aussehen würde. Natürlich dann in Gelb, das war ja die bevorzugte Farbe. Genau, ne? Genau. Bei ihm auch mal aus. Auch lieber, er hat ja relativ starke Hände. Darf ich den ein bisschen breiter machen? Ja, sehr gerne. So mal, okay. Einfach mal drehen die Hand. Ne? So. Und kräftige Hände. Okay, er braucht einen größeren Ring. Er muss es jetzt so anschauen. Dann würde ich jetzt ganz gerne im nächsten Step, weil es hier ja um relativ schlichte Ringe geht und es soll um Ringe gehen, die ja in Gelb sind, euch mal die Farben zeigen und auch ein bisschen die Unterschiede zeigen. Dazu hole ich hier mal Farbmuster raus. Ja. Ich hoffe, die Kamera kann das sehen. Ich zeige euch das jetzt einfach mal so. Das sind ja mattierte Oberflächen hier. Ja. Und man sieht schon, dass der Ring ist 14 Karat hier, der ist 18 Karat und der ist 24 Karat. Und da sieht man auch schon, lass mal sagen, dass die Farben gelber werden.
Kann die Kamera das aufnehmen? Mhm. Ich bin jetzt hier, wie man sieht, mal auf die 123 Goldseite gegangen und habe einfach das, was wir bis jetzt schon gemacht haben, mal in den Computer eingegeben. Wir arbeiten mit so einem Designer und da kann man das sehr schön machen. Mhm. Man sieht zum Beispiel immer die Paarpreisgestaltung hier oben auf der rechten Seite. Man sieht das Profil, man sieht die Breite, man sieht die Höhe. Da haben wir noch gar nicht wirklich drüber gesprochen. Mhm. Das habe ich jetzt einfach mal frech weg gemacht. Man sieht auch, dass es hier schon 18 Karat ist. Wobei wir das jederzeit auch natürlich noch ändern können. Dann haben wir also schon eine ganze Menge erarbeitet zusammen. Wir haben uns entschieden für ein Profil, wir haben uns für eine Breite entschieden. Beim Gold überlegen wir noch, welche Karatzahl es denn werden soll. Dann würde ich im nächsten Step einfach mal sagen, jetzt gucken wir mal, was wollten wir überhaupt für eine Oberflächenstruktur. Das finde ich am schönsten, so dieses ganz normale, also was heißt normale, aber so dieses... Dieses klassische. Dann würde ich dir auch etwas verraten, was die meisten gar nicht glauben, aber es ist definitiv so. Poliert bleibt am längsten schön. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Step. Also wir gehen wirklich schrittweise vor. Wir haben die Form, wir haben die Breite. Goldfarbe entscheiden wir uns. Wir sagen, wir wollen es poliert haben. Genau. Ne? Das sieht man auch schon da. Das ist jetzt hier poliert. So. Und dann würde ich jetzt mal sagen, du möchtest gerne etwas Steinmäßiges. Ne? Habe ich doch irgendwie im Eingang schon mitbekommen. Ja. So, ich habe jetzt mal hier drei ausprobiert. Echt sehr schön. Also ich kann mir das gut vorstellen. Die sind natürlich jetzt zu groß und zu breit. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden würde, würde ich, glaube ich, eher zu diesem etwas schlichteren hier tendieren. Die finde ich auch so schön, aber die sehe ich persönlich, glaube ich, nicht so an mir. Also wenn ich mich jetzt entscheiden würde zwischen den ersten dreien, die ich jetzt anprobiert habe, würde ich, glaube ich, eher zu dem tendieren, weil es einfach so was ganz Schlichtes ist. Also ich glaube, ich sehe mich eher mit dem, oder? Was meinst du? Ja, würde ich auch sagen. Weil ich ja sonst auch eher so schlichten Schmuck trage, auch hier mit der Kette, das ist ja jetzt keine große Bling-Bling-Kette, sondern eher was ganz Schlichtes. Es ist natürlich Geschmackssache, aber ich glaube, so mit einem Stein würde mir schon reichen. Also, ich habe mich jetzt entschieden und damit bin ich, glaube ich, auch sehr zufrieden. Und zwar hatten wir jetzt gerade überlegt, weil mein Verlobungsring ja Silber ist und ihr kennt mich, ich bin eigentlich ein Goldmädchen, also ich trage wirklich immer nur Gold. Und ich finde den so schön, den Ring, deswegen finde ich es halt schwierig, den mit einem goldenen Ehering dann zu verbinden. Also ich finde so Gold und Silber harmoniert nicht so gut, also meiner Meinung nach. Und deswegen hatten wir jetzt gerade beschlossen, dass wir mein Verlobungsring behalten, wir die Fassung einfach in eine goldene austauschen. Und dann sähe das ungefähr so dann aus. Und hier bei dem Ehering sind wir jetzt noch mal ein bisschen schmaler gegangen, weil wir dann auf in Kombination. Millimeter. Genau, weil wir den in Kombination dann mit dem Verlobungsring tragen. Und da werde ich dann einfach nur so minimal so ein kleines Steinchen noch einsetzen. Das haben wir schon gemacht. Das ist Ehering, toll. Und wir hoffen, deiner auch. Ja, ja, es war mir eine Freude mit euch. Ja, vielen Dank. Sehr schön. Und sehen uns ja dann schon bald wieder. War mir eine Freude. Danke. So, dir auch, ne? Tschüss. Ja. Tschüss. Am liebsten würde ich die Ringe jetzt schon haben und jetzt schon tragen. Also die sind wirklich cool. Ja. Sehr schön. Also, wir kriegen jetzt bald erstmal so Muster angepasst. Die sind dann aus Silber. Natürlich jetzt nicht dem Original entsprechend, aber dass wir die einfach mal über einen längeren Zeitraum tragen können, so eine Woche bis zwei Wochen, dass wir uns so dran gewöhnen können und schauen können, passt der jetzt oder nicht, weil das Problem ist ja auch bei meinem Verlobungsring. Wir haben den im Laden einmal angezogen, wahrscheinlich waren meine Finger ein bisschen angeschwollen. Und man hat gesagt, ja, das passt perfekt. Und letzten Endes ist der mir sogar zwei Nummern zu groß, die wir gerade herausgefunden haben. Aber ich bin echt zufrieden mit der Auswahl. Also ich war mir erst so ein bisschen unsicher, weil das ja auch unser erster Juwelier ist, wo wir jetzt geschaut haben, wer wird's. Aber es gibt ja so viele Möglichkeiten und wir konnten uns den Ring ja quasi aus diesem ganzen Repertoire selbst gesamten Repertoire. Ich glaube, ein besseres Ergebnis werden wir nicht haben. So, das war es dann aber auch heute schon mit dem kurzen Einblick hier in unsere Ringauswahl. Und ich glaube, das wird auch für uns eine richtig coole Erinnerung sein. Ne, Schatz? Wir sind ja, in 10 Jahren auf jeden Fall. Haben wir unsere Ringe ausgesucht. Ja, es ist ja auch nicht mehr lang zur Hochzeit. Ich habe euch ja gesagt, es wird eine Sommerhochzeit. Das Datum haben wir ja noch nicht verraten. Aber ganz so viel Zeit ist nicht mehr und ich freue mich jetzt schon, bin unfassbar aufgeregt und ja, bedanke mich, dass ihr uns auf diesem Weg dahin unterstützt. Falls euch das Video gefallen hat und ihr mehr Hochzeitsvideos sehen wollt, dann zeigt das auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Und ich bin jetzt raus. Ich gehe nämlich mit meinen Bridesmaids jetzt nochmal Kleider anprobieren. Auch sehr spannend. Aber da nehme ich euch nicht mit, denn ihr wart ja letztens schon bei der Brautkleidanprobe dabei. Und ja, ich bin jetzt raus. Wir sehen uns und bis dahin alles Gute.